1962 Türkische İstanbul Fernsehen und Radio annonciert. Die Alemannia braucht einen türkischen Mitarbeiter. Saat 8 sıralarında falan Köln İstanbul istasyonuna. Üçer ikişer dağıttılar hepimizi odalara. Yatın burada dediler şimdi. Sabahleyin erkenden tekrar kontrole gideceksiniz. Ford fabrikasına. Yattık kalktık. Fakat yatarken yatağa bir baktım ki yatak ot dolu. Dedim ya Abdurrahman biz yatakta ne buyurduk kuş diyor. Ot dolu yatakı. Dedi işte ne yapalım geldik bakacağız. Saat 6'dır şimdi Köln'e geldik dediler. 6 hepimizi koğuşlara verdiler. Tüy yerine altıma ot yatağı serdiler. Banyo tuvalet fabrikada dediler. Alamanya, Alamanya bizlere kazık. Eine Tag kommt dann heim mit seiner großen Zeitung, Annonszeitung. Ja, wer macht immer Ihnen einen türkischen Instrument spielen? Meine Freundin hat gesagt, ja, komm, wenn nicht, gehen wir hin. Vielleicht 1000 Leute, alle Türken. Und dann zum ersten Mal bana geldi, dedi, Schippi war, habe ich Satz genommen, dann alles, hoş geldiniz kardeşler. Ben size ne söyleyeyim, çalayım şimdi. Ben bir Almanya destanı söyleyeyim sana. Siz dinleyin. Auswendig, hab ich nicht geschrieben. Almanya, Almanya. Geldim geriye dönemem diye deyince bütün millet başladı alkışlamaya. Çok güzel, çok güzel. Also damals, ganz am Anfang, war das wahrscheinlich so, dass viele Leute zu Yılmaz Özdemir gegangen sind, besonders die hier in Köln leben. So ist er auch zum Beispiel Metin Türköz bekannt geworden. Er ist aufgetreten und alle haben dann bei Yılmaz Özdemir gefragt, ob er die Platte von Metin Türköz hat. Und dann hat dann Yılmaz Özdemir gesagt, ja, wer ist das? Und ist dann auf die Schliche gekommen. Und danach wurden dann Metin Türköz Schallplatten bei Türkofon veröffentlicht worden. Hat gesagt, habe ich gehört, Kollege Herr Türköz, Sie haben gut gespielt in dieser Saal. Kannst du mir diese Spiel Schallplatte machen? Habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Er hat einen Studio gemietet. Dann habe ich gespielt. Alemannia, Alemannia. Geldim geriye dönemem ja. War sehr gut. Machen wir den morgen dann einen Schallplatte machen davon. Kannst du erlauben? Hab ich gesagt, ja, aber musst du unterschreiben. Deshalb Alemannia, Alemannia bekommt geworden. Viele davon haben ja dann auch nur bei Türkofon oder Uzeli Minareci, wie auch immer, da was veröffentlicht. Als sie dann mit der Musik aufgehört haben, hat dann keiner nach denen gefragt. Also bei Metin Türköz zum Beispiel war das so, dass er Ende der 70er Jahre einen Lebensmittelladen aufgemacht hat und danach nicht mehr Musik gemacht hat, nicht mehr professionell. Er hat keine Songs mehr aufgenommen. Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Nicht Maschinen, sondern Menschen, aber Menschen sind gekommen. Unsere deutsche Freunde, 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 sie haben am Leben Freude. Deutsche Freunde meine ich nicht
das deutsche Volk selber, sondern die Politiker, meine ich. Obwohl die uns nicht wollten, da haben die immer gesagt, unsere türkischen Freunde, also das war die Redeanwendung. Und ich wollte mal diese Botschaft weiterbringen an die deutsche Politiker. Nach 35 Jahren habe ich von einem Berliner Autor einen Anruf bekommen, der sagte, hier, wir haben Interesse zu diesem Lied, ob wir das nochmal neu aufnehmen können, habe ich gesagt, ja. Und dann den Telefon habe ich mal aufgelegt und so habe ich gesagt, da scherzt aber jemand mit dir. Also du schreibst 78 und 2013 ruft dich an nach 35 Jahren. Das ist sozusagen ein zweiter Frühling für mich in meinem Leben. Ja, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das waren alles so kleine Schritte. Irgendwann in den 70ern hat er die Bachbeide am Schallplatten veröffentlicht. 2004 war das, glaube ich, hat Thomas eine Compilation mit Eddie Akbayram Songs veröffentlicht. Und dann irgendwann kommt ein Rapper und hört sich das an und macht ein Sample draus. Also ich finde das großartig. In meiner Generation gab es den türkischen Bazar. Wir haben türkische Filme, indische Filme geguckt. Wir haben diese Minaret-Kassetten gekauft. Auch aus der Türkei bin ich ja mit irgendwie 6-7 Kassetten wieder zurückgekommen. Wir haben ja Walkmans gehabt, ne? Und, oh mein Gott, ich vermisse Walkmans. Du hast Seite A, Seite B gehabt. Klick. Ich habe braune Augen, habe schwarzes Haar und komm aus einem Land, wo der Mann über der Frau steht und dort nicht wie hier ein ganz anderer Wind weht. In den zwei Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin, ziehen meine lieben Schwestern meist den Kürzeren, weil nicht nur die zwei Kulturen aufeinander krachen, weil auch Väter über ihre Töchter wachen. Du bist die Ehre der Familie, klar, gehorsam, schweigsam, wie deine Mutter auch mal war. Und dann entstand in den 90ern und wir haben uns eigentlich an der Musik bedient und haben wieder was Neues kreiert. Dadurch sind dann Bands wie Altungün entstanden, Derya Yıldırım Grup Şimşek, Elektro Hafız bekommen dann oder Ozan Atacanani bekommen dann auch dank dieser ganzen kleinen Schritte die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ich muss nichts Neues erfinden. Ich sage nicht, dass ich was Neues erfunden habe, denn im Hip-Hop wird schon immer gesampelt. Das ist die Musik, die ist so entstanden, ne? Aber das dafür zu nutzen und zu sagen, ein 60er-Ding zu nehmen und es in den 90ern nochmal neu zu kreieren, finde ich total spannend. Schwieriger gestaltet sich das mit den sogenannten Gastarbeitermusikern. Meisten davon haben eine Kassette oder sonst was veröffentlicht. Aber auf diesen Kassetten stehen gar keine Informationen drauf. Besonders in den Veröffentlichungen in den 70er Jahren steht gar nichts. Und bei Grup Doğuş war das so, dass sie glücklicherweise Barış Manço's Song Gülme Ha Gülme gesungen haben. Im originalen Lied singt Barış Manço, Barış wird eines Tages sterben. Und Grup Doğuş hat dann diese Zeile für sich übernommen und hat mit ihren Bandmitgliedern die Zeile nochmal gesungen, also. Tufan bir gün toprak olur. Tufan wird eines Tages zur Erde. Also musste ich wieder über die Social Media auf die Suche gehen. Die Namen, die ich aus diesem Lied gehört habe, eingegeben. Und bei Tufan bin ich dann auf Tufan Aydoğan gestoßen, der Keyboarder der Band. So ist es dann dazu gekommen, dass wir dann die Platte veröffentlicht haben. Die Kassette von Grup Doğuş ist damals beim Migrantenlabel Minareci veröffentlicht worden. Wir haben dann bei Zehra Minareci angerufen und gefragt, ob wir das Album pressen dürfen. Sie hatte dann keinerlei oder nichts dagegen und deswegen haben wir dann die Platte veröffentlicht. Almanya'daki olan bütün hadiseleri plak yaptım. 82 tane plak yazdım. Türk Export çok bir plak yaptı, sattı. Bütün Almanya'yı anlatıyordum. Olmaları, Fräuleinleri, yıkılan yuvaları, Almanya'daki, iş yerinin çok zor olduğunu, Almanya'ya çok heveslenmeyin, çok önemli bir yer değil diyordum. Alıp götürüyorlardı bütün Türkiye'ye, köylerine. Warte mein Land, warte, bis ich wiederkomm.
denn auch in der Fremde bleib ich dein Sohn. Warte, mein Land, warte, bis ich wiederkomm. Denn auch in der Fremde bleib ich dein Sohn. Abends, wenn ich schlafe, seh ich dich im Traum. Abends, wenn ich schlafe, seh ich dich im Traum. Denn die Sehnsucht schlug im Herzen Wurzeln wie ein Baum. Warte, mein Land, warte, warte, mein Land, warte. Dass die erste Generation in Deutschland ihren Leben verbracht haben und dass, wenn sie hier sterben, dass sie den einzigen Wunsch, wieder zurück in die Heimat zurückzukehren, mit Flugzeug in einem Sarg nach Heimat gebracht werden. Das ist eine traurige Geschichte eigentlich. Das Lied ist auch gewidmet für die erste Gastarbeitergeneration. Also deswegen Anerkennung an alle, die den Mut und das Herz hatten, einen Schritt weiter zu gehen, ja? Kreativ zu werden, ein musikalisches Sprachrohr zu werden. Einfach, es ist spannend und es ist berührend. Ja, es ist total. Hayatımızın daha iyi olmasının en büyük sebebi sizlersiniz zaten. İlk jenerasyon, sizlerin buraya gelip... Çok çalıştık, çok çalıştık, çok. Çok çalıştık, çok. Bu videoyu, bu işleri yapmamızın sebebi de zaten bunları anlatabilmek. Herkese anlatabilmek, unutturmamak. Onun için biz de size çok teşekkür ederiz. Çok iyi oldu, teşekkür ederim. Hoş geldiniz ikinizde. Yaptığınız her şey için iyi ki varsınız. Allah başımızdan eksik etmesin. Du bist fern und ahnst ja nicht, wie ich dich vermisse. Auch wenn man im Sarg ist, 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 ich komm ganz gewiss.